Gute deutsche Entwickler gibt es nicht allzu viele wie im Vergleich zu anderen Ländern. Die ersten, die vielleicht jemanden einfallen, sind Eidelic, Piranha Bytes oder Crytek. Aber mit einem Release von 2022 darf sich nun das zweiköpfige Indie-Team Rose Engine dazu gesellen, denn die haben es geschafft, für Deutschland ein Ziel zu erreichen. Dieses Ziel war es, das beste Survival-Horror-Spiel der letzten Jahre zu entwickeln. Dieses Spiel ist Signalis. Signalis ist ein Top-Down-Survival-Horror-Spiel im Sci-Fi-Setting. Wir spielen einen Androiden auf einer Raumstation und auf genau dieser Raumstation ist ein Virus ausgebrochen, der alle anderen Androiden in Zombie-Androiden verwandelt hat. Jetzt wollen wir nur noch von dieser Raumstation verschwinden und herausfinden, was es mit diesem Virus auf sich hat und warum er ausgebrochen ist. Das Ganze klingt jetzt nicht allzu besonders, wenn man ehrlich ist. Also warum ist Signalis denn das beste Survival-Horror-Spiel der letzten Jahre? Signalis kombiniert viele Aspekte von Resident Evil 1 sowie seinen Remake und Silent Hill 1 bis 3. Zuallererst fällt wohl auf, wie in Resident Evil 1, dass wir Gegenstände uns genau untersuchen können und sie dann kombiniert haben. Genau das können wir in Signalis auch. Alle Gegenstände, die wir gefunden haben, können wir drehen, wenden, untersuchen, kombinieren, etc. Wobei wir genau dies auch tun müssen, um die Rätsel in Signalis zu lösen. Diese Rätsel sind jetzt nicht allzu komplex und kompliziert, aber sie sind jetzt auch nicht komplett selbsterklärend und einfach. Ein bisschen nachdenken muss man schon. Und ein sehr großer Punkt, was die Gegenstände angeht in Resident Evil, war ja auch schon immer das Inventarmanagement. Und in Signalis haben wir das durch die Regel der 6, dass wir genau nur 6 Gegenstände bei uns tragen können. Es ist vollkommen irrelevant, welche. Ob es jetzt eine Waffe ist, ob es die Munition zu dieser Waffe ist, also extra Munition, ob es die Rätselgegenstände sind, die wir von A nach B transportieren müssen. Und da kommt natürlich meistens auch die Frage auf, wenn wir jetzt zum Beispiel 5 Gegenstände von A nach B bringen müssten, das geht hin zu vervollständigen, laufen wir jetzt nur einmal und haben unsere Waffe jetzt dabei oder laufen wir 4-mal, um Ersatzmunition etc. bei uns zu haben? Denn die Frage stellen wir uns natürlich aus einem ganz bestimmten Grund. Überall laufen diese Zombie-Androiden rum. Und selbst wenn wir sie getötet haben, ist es wie bei Resi 1, dass die Leichen auf dem Boden liegen bleiben und nach einer gewissen Zeit wieder aufstehen und uns wieder angreifen wollen. Es sei denn, man benutzt Leuchtfackeln, um die Leichen zu verbrennen. Genau diese Mechanik gab es in Resi 1 auch. Und so wie auch in Resi 1 gab es auch immer mehrere Wege zum Ziel. Also, welche Leichen verbrenne ich? Verbrenne ich überhaupt Leichen in diesem Abschnitt gerade? Spare ich mir die Leuchtfackeln? Wie oft will ich laufen? Diese Fragen sind halt alle drinne. Es spielt sich wirklich wie ein Resident Evil 1. Tutorials an sich werden auf Plakaten, Notizen vermerkt, so wie in Resident Evil. Wie zum Beispiel Kombinationsrezepte mit den Kräutern etc. Auch genau das wie die Regel der 6, ob wir Gegner mit den Leuchtfackeln anzünden können, um sie zu verbrennen. Dass Zombie-Androiden wieder aufstehen, sind alles auf Plakaten und Dokumenten. Nur, dass meistens diese Dokumente in Resident Evil zum Beispiel also die PNG darauf ist auf Englisch geschrieben, in Dead Space zum Beispiel auf Japanisch. Und jetzt kommt Signalis in die Ecke und hier sind tatsächlich alle Dokumente etc. auf Deutsch geschrieben. Du kannst in jedem Spiel den Übersetzungstext aktivieren, dass er in deiner Sprachnummer angezeigt ist, dass es für jeden lesbar ist. Und in Signalis sind alle Plakate auf Deutsch geschrieben, was ich sehr, sehr interessant finde, weil es das einzige Spiel ist, dass es das bis jetzt getan hat, was ich gesehen habe. Und die Ästhetik dieser Plakate erinnert eher an deutsche Kriegspropaganda. Und das passt tatsächlich skurrilerweise sehr, sehr schön in das Setting rein und ist auch einfach sehr passend. Man fühlt sich dadurch noch unwohler als vornherein schon auf einer zombie-verseuchten Raumstation, weil du hast absolut keine Ahnung, was hier vor sich geht. Und ganz am Anfang habe ich ja erwähnt, das Signal ist sicher nicht nur was von Resident Evil Light, sondern auch was von Silent Hill 1 bis 3. Die Frage ist jetzt natürlich nur, was nimmt Signalis von Silent Hill? Und zwar kann man sagen, dass die ganze Atmosphäre, die Silent Hill früher erschaffen hat, komplett in Signalis
umgesetzt worden ist, auch der Horror-Aspekt, der Action-Inventar-Aspekt etc., den hat Resident Evil übernommen, aber den Horror-Aspekt, die Atmosphäre, die hat Silent Hill übernommen für Signalis. Auch das Kartensystem wurde leicht kopiert. In Silent Hill hat man immer gesehen, welchen Raum man schon mal besucht hat, welche Tür abgeschlossen war, welche Tür vielleicht auch offen ist. Und genau das hat Signalis auch wieder. Man fühlt sich nicht verloren, weil man einfach die Karte öffnen kann und sieht, welche Tür kann ich betreten, welche Tür ist verschlossen und welche Tür ist nur Deko. Da überall Türen sind und man mit ihnen interagieren kann, die zwar kaputt sind etc., kommt es aber so vor, als ob man wirklich in einer Raumstation ist, ohne den Spieler die Freiheit zu geben, wirklich jede Tür zu betreten, wo einfach nur ein leerer Raum drin ist. Und zu den ganzen Komplexen, zu diesem ganzen Raumkomplex auf dieser Raumstation sei gesagt, dass Signalis in Leveln unterteilt ist. Jetzt nicht wie in Resident Evil die ganze Villa sozusagen, die ein Komplex ist, sondern Signalis hat einzelne Level und die sind für eine Raumstation schon ziemlich abwechslungsreich. Das erste Level in Anführungsstrichen ist ein kleiner linearer Gang zum Beispiel mit verschiedenen Räumen links, rechts, was mehr als Tutorial geht, aber wenn wir das abgeschlossen haben, kommen wir auch nicht mehr zurück in diesen linearen Raum, in dieses lineare Level. Danach sind wir schon in etwas offeneren Gebiet, wo man seine Rätsel freier wählen kann, in welcher Reihenfolge man diese machen will, seine Gänge freier wählen kann und es mehr ein kleiner Komplex wird. Und Level 3 im Gegenzug ist auch wiederum ein sehr lineareres Level. Und das Setting ist halt immer Sci-Fi auf einer Raumstation, aber diese Raumstation ist mal überflutet, mal fällt der Strom aus und dadurch kommt diese kleine Abwechslung zustande, weil das Wassersystem ist halt einfach komplexer und passt auch dazu, dass es ein offeneres Gebiet ist und zum Beispiel die Kasernen, die Baracken, die Zimmer, das ist halt einfach ein linearer Gang mit ganz vielen kleinen einzelnen Zimmern, das ist dann halt sehr passend gewählt. Und wenn hier schon überall kleine Androiden-Zombies durch die Gegend rennen, die uns ins Leder wollen, müssen wir uns auch irgendwie wehren können. Das Kampfsystem ist dem zu sagen nicht sonderlich komplex und es gibt auch nicht viel zu sagen. Das heißt aber nicht, dass es schlecht ist. Wir können halt anvisieren und schießen. Ende. Gegner, die auf dem Boden liegen, können wir tottreten mit einem Finisher. Das war's. Das ist das ganze Kampfsystem. Jetzt ist nur der Clou an der Sache, desto länger wir anvisieren, kommt so ein kleines Fadenkreuz und das wird immer kleiner. Desto kleiner das Fadenkreuz ist, bis zu einem gewissen Wert, machen wir mehr Schaden. Habe bloß immer die Zeit dazu, so ewig lange anzuvisieren oder drücken wir einfach dreimal schnell ab. Nehmen wir vielleicht unsere Schrotflinte und stellen uns genau vor den Gegner. Das ist dann natürlich auch wieder die Sache, wenn drei Androiden auf dich zugesprintet bekommen, hast du höchstwahrscheinlich nicht die Zeit, mutterseelenruhig anzuvisieren und ein paar Mal abzudrücken. Wir sind aber auch agil genug beim Anzuvisieren uns noch zu bewegen. Es ist jetzt also keine Tanksteuerung. Dafür reagieren die Gegner in dieser ganzen Signaleswelt, aber auch auf alle kleinen Möglichkeiten. Du kannst dich an dem vorbeisneaken, aber wenn du rennst, sehen sie dich, hören sie dich. Daher ist die Frage, gehst du oder rennst du? Ist deine Taschenlampe an oder aus oder hast du eine Steuererklärung gemacht oder nicht? Das ist alles wichtig für die. Die sprinten auf dich zu. Unter gewissen Aspekten. Der Artstil von Signalis erinnert an eine PlayStation 1-Ära Low-Poly-Look natürlich. Ich meine, dort hat es alle seine Inspiration geholt. Und ich muss sagen, diesen Stil hat es perfekt genommen und in die Moderne umgesetzt. Es sieht wirklich sehr, sehr schön aus. Wie der Spielwelt gibt es auch. Signalis hat mehrere Enden, die aber nichts mit Entscheidungen zu tun haben, wie in vielen anderen Spielen. Signalis guckt sich genau an, wie dein Spielstil ist. Bist du jetzt schießwürdig oder eher pazifistisch unterwegs? Das Ende ist schon wieder komplett anders. Bist du vielleicht zweimal gestorben? Oder fünfmal gestorben. Das Ende ist komplett anders. Die Cutscene und die letzten Gebiete, die Unterhaltungen, was passiert im Spiel, das ändert sich alles damit ab. Daher hast du höchstwahrscheinlich, wenn du Signalis das erste Mal spielst, auch dein eigenes Ende. Was sehr interessant ist.
Was würde ich Ihnen zu Signalis sagen? Naja, wenn ihr Survival Horror mögt, kauft ihr Signalis und guckt es euch gerne mal an. Wenn ihr mal ein Survival Horror Spiel spielen wollt und nicht zur PlayStation 1 greifen wollt, wo Resident Evil 1 und Silent Hill 1 bis 3 liegt, dann könnt ihr auch ruhig Signalis spielen, weil das ist ein sehr schöner Einstieg dafür. Denn Signalis bekommt ihr für PlayStation 4 und 5, Xbox Series One, S und X sowie Nintendo Switch und ist auch auf Steam erhältlich. So wie ist es im Xbox Game Pass für PC und Konsole. Es kostet ganze 20 Euro, Spielzeit geht auch ungefähr auf die 20 Stunden zu, ein bisschen weniger, aber ich sehe da absolut kein Problem. Ihr habt alle Möglichkeiten offen, das Spiel auf irgendeiner Plattform zu spielen. Wenn ihr Game Pass habt, dann spielt es wenigstens da. Es ist wirklich ein Banger.